Hallo, liebe Freunde des Spurgeblocks. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Messerundgangs von der Intermodellbau 2015 in Dortmund. In Dortmund hat LGB natürlich auch wieder einen sehr großen Stand. Neben mir steht Andreas Schumann, LGB Produktmanager. In Nürnberg hat LGB schon zahlreiche Neuheiten angekündigt, die auch hier zu sehen sind. Ein Ziel dieses Jahr war, möglichst zeitnah viele Produkte auszuliefern. Wie ist es damit angelaufen? Ja, wir haben also bereits im Februar begonnen auszuliefern. Einmal die Franzburg, kurz darauf kam die V100. Im Moment ist die schwarze Franzburg in der Auslieferung. Das Wagenset zur Franzburg in Reichsbahnversion ist auch unterwegs. Ebenso der Gomino-Speisewagen. Also wir sind ja auf gutem Weg und wollen und werden unser Versprechen erfüllen, das meiste, was wir im Frühjahr ankündigen, im Laufe des Jahres auszuliefern. Die Produkte haben Sie anscheinend ganz gut ausgesucht. Ich habe gehört, zahlreiche Ankündigungen sind bereits ab Werk ausverkauft. Ja, also es geht los mit diesen Sonderserien der GE442, der 28, 438 und 39, der Jubilox der RHB. Die sind werkseitig ausverkauft, ebenso das Ergänzungsset zum Alpine Classic Pullman Express und auch der dazu passende Gepäckwagen, genauso wie die Wolfgang Richtersteins. Andere Artikel sind kurz davor, also wo wir noch einige da haben. Das heißt, es lohnt sich hier, wenn man so ein Modell haben möchte, mit seinem Händler wirklich mal zu reden, ob er genug bestellt hat. In der Regel sind vor allem solche Sachen wie diese Jubilox Einmalserien und werden nicht wieder aufgelegt. Es lohnt sich also zu überlegen, ob man nicht doch wieder in Zukunft mehr vorbestellt, wenn man genau eine Lok haben möchte. Aber Sie sind noch nicht ganz mit leeren Händen hier nach Dortmund gekommen. Es wurden Sommerneuheiten angekündigt. Ja, wir haben hier in Dortmund eine Sommerneuheit angekündigt, unseren Erzug. Dieser Erzug besteht aus der bekannten V200, allerdings jetzt mit Vollausstattung, Digitaldecoder mit Sound, zwei gepulste Dieselrauchgeneratoren, also die Lokomotive kann jetzt alles. Und dazu passend haben wir eine völlige Neukonstruktion, den Pfalz Erzwagen. Den gibt es in zwei Versionen, einmal ein Dreierset, was aber im Handel einzeln aufgeteilt werden kann, also wo jeder Wagen separat verpackt ist, ungealtert und ein Dreierset gealtert. Alle sechs Wagen haben unterschiedliche Betriebsnummern, sodass wir jetzt schon einen Zug haben mit sechs Wagen, wo sich keine Nummer wiederholt. Und ich kann hier zusagen, dass diese Sache fortgesetzt werden wird im nächsten Jahr. Außerdem gab es noch einen Personenwagen. Ja, das ist ein Ergänzungswagen der Rügenschen Bäderbahn. Für die Wagen, die derzeit in Auslieferung sind, passend zu der MH52, die wir letztes Jahr geliefert haben. Auch wenn die Vorführeinlage von LGB dieses Jahr nicht den Eindruck erweckt, dass bald der Frühling losgeht, glaube ich, dass es viele Sachen gibt, worauf man sich in diesem Sommer, in dieser Saison freuen darf. Wo finden die Kunden noch Informationen zu den Produkten? Ja, natürlich bei www.lgb.de. Oder, was wir jedem empfehlen können, wo wir aber auch sehr gute Rückmeldungen hier haben, in der neuen Depesche, die wir seit Anfang des Jahres mit dem Heft 1 wieder eingeführt haben, auf vielfachen Wunsch. Und das Heft 2 wird in Kürze erhältlich sein. Lassen Sie sich überraschen. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Ich bin jetzt am Stand von Massot angekommen. Massot hat angefangen, die Neuheiten des Jahres 2015 auszuliefern. Als erstes kann man zum Beispiel die neue LED-Lichtleiste nennen, die im Zweierpack zu haben ist. Kurz vor der Auslieferung steht passend zum beliebten Massot Navigator, der Multi-Empfänger für
für den Mastodon-Navigator, den man auch ans ExpressNet oder ans LocoNet anschließen kann. Dieser soll in kurzer Zeit nach der Messe erhältlich sein. Das bereits letztes Jahr angekündigte Infrarotsystem nähert sich wohl auch der Fertigstellung. Man hofft bei Mastodon, dass ab dem Sommer die ersten Produkte verfügbar sein werden. Außerdem bestätigt Mastodon, dass sie planen, einen MFX-Booster herauszubringen. Dieser MFX-Booster wird sich an die Märklin CS2 anschließen lassen und eine höhere Leistung bringen als das, was die CS2 von Hause aus kann. Vermutlich wird der Booster Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres erscheinen. Einen genauen Auslieferungstermin nennt Mastodon allerdings noch nicht. Mehr Informationen zu den Produkten von Mastodon gibt es auf www.mastodon.de. Wie ihr im Hintergrund entdecken könnt, bin ich am Pico-Stand angelangt. Zu Ostern hatte Pico pünktlich die BR24, das Highlight des Jahres, herausgebracht. Viele Gartenbahner hatten sich gewünscht, dass ein Highlight zum Saisonbeginn da ist. Pico hat geliefert und jetzt hoffen wir, dass viele Gartenbahner auch zugegriffen haben. Das Modell ist optisch sehr schön gelungen und auch technisch funktioniert es gut. Auf der Messe war allerdings der Verdampfer ausgeschaltet. Pico hatte weitere Neuheiten in den Vitrinen ausgestellt. Wie bei Pico üblich, werden diese im Laufe des Jahres pünktlich ausgeliefert. Allerdings wurde während der Messe bekannt, dass Pico die UVPs in seinem Webshop erhöht hat. Teilweise um 10%. Wer also auf der Suche nach den alten Preisen ist, sollte schnell seinen Gartenbahnhändler anrufen und schauen, ob es die Modelle noch zum alten Preis gibt. Mehr Informationen zu den Produkten von Pico gibt es auf www.pico.de. Jetzt bin ich am Stand von Premodellbahn. Premodellbahn hat in Dortmund wieder zahlreiches Zubehör für die Gartenbahn angeboten. Ein Augenmerk lag natürlich auf den eigenen Figuren von Prä-Miniaturen. Einige Figuren von den Neuheiten 2015 wurden dieses Jahr schon ausgeliefert. Prem erhofft sich in den nächsten Wochen weitere Figuren auszuliefern. Mehr Informationen zu den Figuren findet man unter www.prem-miniaturen.com. Alle anderen Produkte zur Gartenbahn bietet der Onlineshop auf www.prem-modellbahn.de. Ich bin jetzt am Stand von Lothar Emmerling, besser bekannt als der Schienenreiniger. Im Unboxing-Video des Spur-G-Blocks hatte ich schon den Schienmob und den Reinigungsschuh vorgestellt. Und da gab es ein paar Fragen zu, insbesondere zu den Belegen, die Sie anbieten. Welche Belege bieten Sie an und wofür eignet sich welcher Belag am besten? Die Belege unseres bewährten Schienenreinigungssystems bauen sich wie folgt auf. Das ist Ihr Reinigungsfilz, den ich trocken als auch feucht und mit Mittelchen behaften kann. Besten geeignet ist dieses Schienenreinigungsmittel bestehend aus Alkohol- und Acetonbasis, löst Öle, Fette, Harze etc. und besitzt ein ganz feines Pigment wie in der Zahnpasta. Und das hat den Grund oder die Aufgabe zu polieren und nicht zu schleifen. Ich warne nur jeden Gartenbahner, jeden Schmalspurbahner, egal was er macht, auf keinen Fall die Gleise zu beschleifen, sondern blank zu polieren. Auf diesen Mittelchen kann ich jetzt mein Poliermittel auftragen und poliere meinen Gleiskörper damit blank, entferne gleichzeitig die lästigen Abriebe und Verklebung der Harze und Bäume. Jetzt fragen viele aber, der LGB-Schienenreinigungsklotz, damit habe ich doch geschliffen, den brauche ich, um groben Schmutz von den Gleisen zu bekommen. Aber dafür haben Sie auch eine Alternative. Die Alternative ist dafür, wir nehmen ein Polierpad aus der Industrie, hält hier auch auf dieser Vorrichtung. Damit kann ich nach längerer Standzeit eine polierende, härtere Variante bedienen und erzeugen. Ja, so dass auch hier schonend der grobe Schmutz abpoliert wird. Im Vorgespräch haben Sie schon ein paar Mal angedeutet, wie kann man relativ schön veranschaulichen, warum man besser poliert statt schleift? Schleifen, sagt das Wort schon, Sie schleifen die Oberfläche rau, egal welche Körnung Sie nehmen. Schauen Sie sich die Gleise mit der Lupe mal an. Sie machen lauter kleine Riefen da rein. In den Riefen
bildet eine, ja, eine Nistfläche von Schmutz und Ölen und anderen Partikeln, sodass die, die Oberfläche mit der Zeit eigentlich nur noch schlimmer wird, rauer wird und sie natürlich kontinuierlich abtragen. Auf welcher Internetseite kann man Ihre Produkte finden? Schauen Sie auf www.schienenreiniger.de und ja, Sie werden umfangreich informiert oder besuchen Sie mich auf den Messen. Okay, vielen herzlichen Dank. Jetzt bin ich am Stand von Trainline Gartenbahn. Neben mir steht Mike Schröder. Letztes Jahr hat Trainline Gartenbahn mit dem WLAN-System ein neues Steuerungssystem vorgestellt. Viele Gartenbahner fragen sich, für welche Zielgruppe ist das System am besten geeignet? Ja, richtig. Wir haben letztes Jahr angefangen mit der WLAN-Steuerung. Das heißt, wir haben uns dem Funkstandard WLAN bedient als Industriestandard und haben dann überlegt, wen können wir als erstes und am einfachsten damit ansprechen. Natürlich sind viele Gartenbahner mit DCC-Zentralen vertraut. Die sind für uns nicht unbedingt die relevanteste Gruppe. Wir möchten zunächst den Analogbahner ansprechen, der auf einfache Weise seinen stationären Trafo gegen einen mobilen Trafo eintauschen möchte. Mobilen Trafo, darunter verstehen wir, dass man den Trafo, der zwischen dem Netzteil und dem Gleis eingebaut ist, dann per Funk mit der WLAN-Übertragung ganz einfach steuern kann. Damit müssen keine analogen Lokomotiven umgebaut werden. Ich ändere auch an meiner Stromzufuhr nichts, sondern habe einfach den Empfängerbaustein mit der WLAN-Technik als neuen Baustein für den Trafo. Die Steuerung der einzelnen Loks ist der zweite Schritt. Viele Gartenbahner wünschen sich da auch Sound zu den Loks. Da hat sich ja dieses Jahr etwas getan. Das ist richtig. Sound war immer wieder ein großer Wunsch, der von den Kunden an uns herangetragen wurde. Da sind wir jetzt mit der Version 2.0 in der Software vorangeschritten, dass wir die Decoder updatefähig gemacht haben. Das heißt, bietet man über den Router die Internetzugänge, dann können wir über unseren Trainline-Server die Lok-Decoder updaten, können dort Sounddateien aufspielen und die Decoder bieten Audioanschlüsse, sodass wir dann auch direkt vom Decoder die Sounddateien abrufen lassen können. Das heißt, für verschiedene Lokomotiven wird es auch verschiedene Soundprojekte geben? Das wird kommen. Es wäre blöd, wenn eine Diesel-Lok nur mit dem Dampflok-Sound fahren würde. Okay. Die zweite Frage, die viele Gartenbahner beschäftigt, ist zu sagen, Steuern der Lok ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Schalten der Weichen und Signale. Wie sieht es mit dem Zubehör aus? Auch ans Zubehör ist gedacht worden. Das ist auch eine Frage, die häufig dann kam, ob man dann komfortabel mit dem mobilen Gerät auch durch den Garten oder an der Anlage vorbeigehen kann, um seine Weichen, Magnetartikel zu schalten. Das beinhaltet für uns, für den Analogbahner, auch die Blockstellensteuerung. Das ist mittlerweile inklusive Rückmeldung realisiert. Neben der Steuerung ist natürlich die eigentliche Aufgabe des Gartenbahns auch Wagen fahren zu lassen, Lokomotiven fahren zu lassen. Wie sieht es mit den Auslieferungsständen bei Trainline Gartenbahn in den nächsten Monaten aus? Welche angekündigten Produkte werden dort kommen? Also wir sind aktuell ganz stark involviert im Werkzeugbau für das Cabrio. Das soll geplant jetzt im zweiten Quartal erscheinen. Wir haben die Fifi im Werkzeugbau, sodass wir da nach Möglichkeit dieses Jahr dann auch mit der Auslieferung der Fifi rechnen können. Dann ist als Neuheit erschienen der RHB B-Klasse-Wagen und auch der HSB-Kaffeewagen. Wer sich über diese Produkte weiter informieren will und die Preise abrufen will, auf welcher Internetseite geht das? Sie finden all die Informationen und mittlerweile auch kleine Informationsfilme zu den ersten Artikeln unter train-line45.de. Vielen herzlichen Dank. Ich bin jetzt am Stand von Uhlenbrock. Uhlenbrock hat einen neuen Handregler herausgebracht, den Daisy 2. Dieser ist für alle Zentralen geeignet, die das Lokonet unterstützen. Daisy 2 gibt es in zwei Varianten, einmal als kabelgebundener Handregler und einmal als Funkhandregler.
Für den Funkanregler wird das Empfangsmodul Funkmaster LN benötigt. In der Variante Funkmaster LN plus DCC gibt es noch einen besonderen Kniff. Dann können die Informationen nicht nur per Gleis an die Züge übermittelt werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dies per Funk zu machen. Dazu muss in die Lok zusätzlich zum DCC-Decoder ein kleiner Empfänger eingebaut werden. Mehr Informationen zu den Produkten von Uhlenbrock gibt es auf der Webseite www.uhlenbrock.de. Ich bin jetzt am Stand von SIMO angekommen. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat SIMO schon angekündigt, welche Projekte für 2015 geplant sind. In einem langen Interview hat der Ziegler schon erklärt, welche Schwerpunkte SIMO für dieses Jahr setzt. Hier in Dortmund an der Stelle war zu erfahren, dass die große Neuankündigung für Gartenbahner, der MX 699, für den Sommer geplant ist. Außerdem soll zeitgleich der MX 697 ausgeliefert werden. Dieser Decoder für amerikanische Lokomotiven wurde überarbeitet, um auf die Unterschiede zwischen der Bachmann-Schnittstelle, Aristokraft-Schnittstelle und von anderen Herstellern einzugehen. Mehr Informationen und Projekten gibt es demnächst auf www.simo.at. Nach 8 Stunden stehe ich wieder draußen vor der Messe in Dortmund. Gerade hat die Messeleitung mich rausgeschmissen. Ich wäre gerne noch länger geblieben, weil es so viel zu entdecken gab. Ich kann schon jetzt sagen, dass mein Videobericht nur einen kleinen Teil widerspricht von dem, was in Dortmund zu sehen war. Ich hoffe, euch hat die Auswahl trotzdem gefallen. Ich kann nur empfehlen, nächstes Jahr jedem selbst die Intermodellbau in Dortmund zu besuchen, da es für Gartenbahner viel zu entdecken gibt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblog.de. Bis dann!